Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zurück bei Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers. Wir sind hier an diesem Montag mit dem Rennen in der Leibeshöhle. Heute ist nämlich Waschtag. So, wir suchen die gute Rui. Da ist sie. Oh Gott. Prüfen. Durch ein Loch in der Wand kann ich eine andere Höhle erkennen. Der Gang scheint mit elektrischen Lampen beleuchtet zu sein. Da waren wir noch nicht, wo er wohl hinführt. Da waren wir echt noch nicht. Wir waren bisher nur in dem Teil. Mit der Juri waren wir, glaube ich, auch nur in dem Teil hier. Was gibt's hier? Oh, Weihwasser. Brauchen wir unbedingt. Wir haben ja vorhin gestern zwei oder drei. Oh, bin hier los. Achso, Batteriezustand. Ja, vielen Dank, dass du das jetzt sagst. Vielen Dank. Treibende Frau. Es ist voll schön, dass sie mir jetzt sagt, ich habe jetzt eben eine Pause gemacht. Hätte es nicht eher sagen können, hätte ich direkt gewechselt. Oh. Mist. Bin verwirrt. Oh nein, wir sind das. Wo ist sie? Ist viel zu eng. Treibende Frau. Ich dachte, wir machen Geisterfotos von ihr hier. Oh nein, treibende Frau, komm zurück. Ich will dich doch befummeln. Oh, ihre Brüste haben mich erdrückt. Bäh. Oh, warte, können Sie anfassen? Wird noch hier zum Straftäter, ey. Hä? Eine Sackgasse, dort fließt Wasser einen Abhang hinunter. Es sieht so aus, als würde unten etwas Wasser treiben. Seit wann treibt denn da so ein. Seit wann ist denn die da drin? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die da jemals drin war. Wir müssen erstmal schnell was machen. Wir essen erstmal schnell eine Kräutermedizin. So. Hier können wir immer noch nicht durch. Gittertür ist verschlossen, scheint kaputt zu sein. Tief in der Höhle, ja. Ich wollte mal gucken. Das sieht aus wie ein kleiner Mönch. In der Ausbuchtung im Gang ist eine schwarze Kiste. Ach, jetzt kommen wir wieder dahin, wo garantiert Geister sind. Eieiei. In den Raum der Kisten. Raum der Reliquare. Wo ist er? Wo seid ihr? Kommt raus. Ich weiß, dass ihr hier rauskommt. Da. Ich wusste es doch. Oh Gott, das liegt aber lange. Eieiei. Hilfe, die haben mich trotzdem noch getroffen. Wo ist denn sie? Ausweichen. Da ist sie. Ich bin doch ausgewichen. Warte mal. Gut. Thank you.
Auf zu stöhnen, komm raus. Ach da, hä? Das ist doch eine andere jetzt. Gehört das zum guten Ton, dass sie rumkrabbelt? Nein, ich bin doch rausgegangen. Nein, was willst du von mir? Können nicht Freunde sein. Ich bin doch rausgewichen. Oh nee, ey. Jetzt bin ich aber total dumm. Was mache ich denn gerade überhaupt? Ich glaube, ich muss mal bei ihm was aufrüsten. Oh, oh, ausweichen, ausweichen. Ey, ey. Oh nein! Oh, ich wollte doch gegen sie kämpfen. Ich hätte sie sogar geheiratet zur Not. Nun gut, wir müssen hier hin. Oh, doch nicht. Geh hier los. Hä, ist sie dieselbe? Oh, wir müssen das unbedingt aufladen. Eieiei. Warte mal. Können wir das vielleicht jetzt machen? Rennskamera. Angriffsreichweite. So. Nein, ausweichen, ausweichen. Ausweichen, aus. Ist aber auch hartnäckig. Thank you.
Wo ist sie? Was ist denn nur mit der los, ey? Ich kämpfe jetzt schon 10 Minuten mit der, oder? Oh, jetzt. Schnell hin. Renn. Och. Wieso laufen die extrem langsam durchs Wasser? Hinter der Kiste ist ein Abhang. Das Wasser fließt dort hinunter. Die Kiste ist fest verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Ja, weil nur die von innen heraus das öffnen können. Guck mal, das hier ist zum Beispiel offen. Da will jemand gebären. Nee, nicht gebären, da will jemand rauskommen. Wie aus einem Ei. Zur Waldrand? Oder zum Waldrand? Stand da zur Waldrand? Tja. Da ist es wieder. Unser Lieblingshaus. Irgendjemand... Okay. Okay. Oh. Wo denn? Große Frau. Die haben wir doch schon öfters gesehen. Okay, gut. Dann können wir wieder das nehmen. Schauen wir mal. Oh, da liegt ein Zettel. Katsuya Sakaki geht durch den Flur. War das Katsuya? Ja, ich habe es nur falsch ausgesprochen. Oh. Oh Gott, oh. Sehr schön. Das hat ja mal funktioniert hier. Hier haben wir noch der Relic. Ich traue mich immer gar nicht, das zu sagen, weil es sowieso falsch ist. Auch nicht doch du. Das sind zwei. Oh. Geh weg. Oh. Nein. Och, du Arsch. Schade, nur eine tödliche Vision. Okay. Ja, wir holen uns erstmal den Zettel. Oh, war das Wasser hier drin schon immer so schwarz? So, Telefon. Ruft jetzt die Zoe an. Ruis Tagebuch 5. Ich habe eines von Ruis Tagebüchern gefunden. Es scheint, als sei sie doch hierher gekommen. Herr Hojo hat sich schon einmal auf die Suche nach mir begeben. Er wird das sicher noch einmal tun. Ich warte auf ihn. Ich werde weiterhin auf ihn warten. Das ist alles, was ich tun kann. Oh, was ist los mit ihr? Ist sie verliebt? Geht sie deswegen immer weg? Sie ist da hinten lang gegangen. Okay, also gehen wir hier lang. Gehen mal in das Räumchen hier. Fernseh. Auf einem staubigen Tisch stehen einige Teetassen, ein Tablett mit Rauchutensilien. Eine hölzerne Kiste liegt auf einer niedrigen Kommode. Das Scharnier ist verrostet und lässt sich nicht öffnen. Okay. Was ist mit dem Fernseher hier? Der
alte Fernseher ist eingeschaltet. Auf dem alten Bildschirm ist nur Rauschen zu sehen. Ich kann darauf nichts erkennen. Kannst du dich wenigstens ausmachen? Eine kleine Kommode. Die Schubladen haben Wasser aufgesogen und lassen sich nicht mehr öffnen. Okay. Okay. Gut, wir gehen nach oben. Irgendwie will ich keine reinigende Glut benutzen. Gucken wir erstmal hier rein. Irgendwie ist da nie was drin. Oh. Ab, scheiß Vieh. Vielleicht sollte ich mir doch mal eine gönnen. Hier ist nichts. Ja, und dann ist nichts Interessantes drin. Okay, jetzt reicht's aber. Jetzt gönnen wir uns mal so eine Glut hier. Seite verschlossen. Also ist sie jetzt rot, oder? Ja, sie ist rot. Sehr gut. Dann gehen wir wieder runter. Am Ende des Gangs häufen sich alte Schriftstücke. Das Wasser hat sie verklebt. Ich kann sie nicht öffnen. Okay. Geh mal wieder runter. Telefon. Verdammt. Ich will nicht ins Wasser. Okay, da geht's rein. Kleinen Moment. Der Mini lag gerade auf dem Bettchen und scheinbar hat er jetzt einen Hüngerchen. Ich mache das erstmal Abendbrot. Oh. Ja, Wasser. Guck mal, die Tür. Oh, die können wir rein. Katsuya Sakaki geht die Treppe hinauf. Oh, jetzt darf man hoch. Wird gespeichert. Öffnen. Oh, den Raum kennen wir ja auch schon. Oh. Also, dass da eine Reliquare steht, ist neu. Wir sind nicht nass. Ja, gut. Was ist denn jetzt hier los? Machen wir das Ding auf. Nicht? Okay. Kimonos. Hier ist nichts Interessantes. Wenn wir einmal da sind, könnte man doch wenigstens mal die ganzen Kimonos hier mitnehmen. Zwei Gedenktafeln und eine Buddha-Statue wurden auf dem Altar platziert. Okay. Hier. Eine Schriftrolle hängt in der Nische. Die Oberfläche ist zu verwittert, um zu erkennen, was darauf geschrieben war. Okay. Gut. Das Ding steht hier in der Mitte. Das Fenster des Arbeitszimmers ist eingeschlagen. Ich kann den Gang auf der anderen Seite sehen. Ach, das Arbeitszimmer hier. Zwei Schriftrollen mit Bildern saisonaler Pflanzen wurden in der Nische aufgehängt. Das kennen wir schon. Rechts wahrscheinlich japanischer Ahorn und links diese andere Blume, die ich aber nicht weiß. Sie zeigen Pflanzen verschiedener Jahres. Zum Beispiel Kirschblüten, Ahornblätter. Ach ja, okay, Kirschblüten. Habe ich jetzt nicht erkannt, dass es Kirschblüten sein sollen. Hm.
kann durch die offenen Holztüren zur Veranda nach draußen sehen. Nur dichter Wald. Ich denke nicht, dass ich hier durchkomme. Ach, wir können jetzt hier die Tür aufschließen. Die Tür ist nun geöffnet. Die Tür muss von der anderen Seite verriegelt sein. Nein! Wo soll ich denn hin jetzt? Können nicht mehr raus? Müssen wir ins Wasser? Ich will nicht ins Wasser. Hier kommen wir doch aber auch nicht weiter. Hä? Geisterhochzeit. Muss ich irgendwas dingseln? Muss ich irgendwas auslösen? Komm, wir gehen nochmal zu unserer Lieblingskiste. Jetzt ist die Kiste weg. Nee, sie ist noch da. Ja, ne? Kistchen. Was macht man hier? Bald liegt mehr rum. Ach, stimmt. Hier kann man ja hoch. Oh, ein Fehler. Nein! Wer bist du? Viel zu eng. Oh, hier ist viel zu eng. Ich sehe überhaupt nichts. Da ist er. Das ist voll unfair. Ich sehe hier nichts. Ah, da ist er. Wo ist er? Oh, wir haben seine Maske weggemacht. Na. Nein, der doofe Fratze wieder aufgesetzt.
Oh, Zell. Na, ach was. Was soll denn das bitte? Oh, das war ja kacke. Filmtyp 14, 24 Mal erhalten. Immer noch Filmtyp 14, lieber. Och, das war ja doof. Wieso ist denn der auf einmal gestorben? Naja, egal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr am Anfang der Woche mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.